Der Bauplan ist als PDF-Datei erhältlich und enthält detaillierte Zusammenstellungszeichnungen, welche zum leichteren Verständnis in Farbe gezeichnet sind. Jede Baugruppe ist noch einmal in zusammengebautem Zustand gezeichnet und enthält die Zeichnungen der Einzelteile in Originalgröße zum Aussägen. Eine schriftliche Anleitung mit Funktionsbeschreibung, Baubeschreibung und Materialliste rundet den Bauplan ab. Der gesamte Bauplan ist zweisprachig, in deutscher und englischer Sprache. In der Fußplatte werden 4 Gewinde benötigt. Einfach eine Schraube langsam in die vorgebohrten Löcher drehen. Die Fußplatte wird aus mehreren Schichten zusammengeleimt. Die Kammern werden mit Blei oder Sand gefüllt, damit die Uhr einen sicheren Stand erhält. Auf der Rückseite wird ein Loch für die Anschlussbuchse gebohrt. Der Deckel wird wegen der besseren Zugänglichkeit verschraubt. Mit den verstellbaren Füßen kann die Uhr exakt ausgerichtet werden, damit die Kugel immer rollt. Die Lagerböcke ebenfalls verleimen, deren Position gründlich ausmessen und dann auf die Fußplatte leimen. Die Minutenwelle als Montagehilfe verwenden und die Anordnung noch einmal mit dem Winkel prüfen. Der Schaft eines Bohrers garantiert, dass die Löcher fluchten. Vor dem Einbau des Mikroschalters die Kabel anlöten. Den Motor mit Kondensatoren entstören, damit er keine Funksignale stört. Als letztes werden die Kabel angelötet. Die Kabel werden in die Fußplatte verlegt und hinter Abdeckungen versteckt. Die Wippe wird aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt. Stabilität erhält sie dank ihrer Sandwich-Bauweise. Die Kontakte, mit denen die Kugel die Wippenbewegung schaltet, sind einfach abisolierte Kabelenden. Die Kabelabdeckungen nur leicht verleimen, damit man diese bei Bedarf wieder abbauen kann. Die Kontakte gut auffächern, damit die Kugel großflächig anliegt. Im hinteren Wippenlager werden die Kabel versteckt. Es muss genau mit dem vorderen Wippenlager fluchten, deshalb wieder die Minutenwelle zu Hilfe nehmen. Sobald die Wippe montiert ist, werden die Kabel in den Fuß verlegt. Achte auf die richtige Polarität beim Anlöten der Kabel an die Buchse. Eine Rändelmutter sorgt für den sicheren Halt der Buchse in der Fußplatte.
die gleichfarbigen Kabel mit Hilfe einer Lüsterklemme verbinden. Nach dem Verschrauben prüfen, ob die Kabel auch fest geklemmt sind. Mit der Schraube im Gestängerad lässt sich die Wippenneigung exakt einstellen. Befestigt wird das Gestängerad mit einem Gewindestift auf der Motorwelle. Die Wippe wird durch eine Stange mit dem Gestängerad verbunden. Die Holzzahnräder werden direkt auf die Messingachsen gesteckt. Eine Schmierung ist nicht notwendig. Damit sich die Minutenwelle dreht, wird das Minutenrad mit einem Gewindestift auf ihr befestigt. Das kleine Minutenritzel etwas aufbohren und zur Befestigung auf der Minutenwelle einen kleinen Gewindestift einbauen. Unter den Gewindestift kommt ein weiches Papierkügelchen, das als Reibkupplung dient. Das Zifferblatt wird erst am Schluss angeleimt, um eine Beschädigung zu minimieren. Den Gewindestift nur so viel anziehen, damit sich die Zeiger nicht von alleine verstellen. Das Wechselrad drehen, bis der Stundenzeiger auf 12 steht und anschließend den Minutenzeiger von Hand ebenfalls auf 12 Uhr stellen. Dadurch sind beide Zeiger synchron und der Bau ist abgeschlossen.